Guten Abend um 6. Es war offensichtlich ein hartes Ringen heute zwischen den Chefs der Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel. Doch am Ende haben sie sich doch noch auf eine gemeinsame Linie einigen können. Mit reichlich Verspätung. Im Anschluss war eine Pressekonferenz des Senats mit den Ergebnissen geplant. Die findet in diesen Minuten statt. Wir schalten live ins Rathaus. Dort steht mein Kollege Hauke Hirsinger. Ja, moin Hauke. Wie ist denn die aktuelle Situation? Die Plätze sind noch leer hier. Eigentlich sollte hier der Bürgermeister mit seiner Entourage sitzen, aber die verhandeln noch. Nachdem der ganze Nachmittag geprägt war von dieser Telefonkonferenz mit dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, hat das sich ewig hingezogen und jetzt gibt es ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister und seinen Senatskollegen, um das mittlerweile Verhandelte dann so auszutarieren, dass man das hier auch auf einer Pressekonferenz dann präsentieren kann. Wir warten noch ein bisschen. Im Augenblick wissen wir auch nicht genau, was die Ergebnisse sind. Es wird natürlich um Bildung gehen. Es geht sicherlich auch um den Einzelhandel. Auch in Bezug auf Schutzmasken war einiges zu hören. Da gibt es wohl keine Pflicht, sondern wohl nur die dringende Empfehlung, die im ÖPNV oder auch vielleicht im Einzelhandel aufzusetzen. Aber wir wissen es einfach nicht genau im Augenblick. Einige Gerüchte kursieren schon auch in Sachen Schule. Ist da irgendwas durchgesickert? Also es ist auf jeden Fall durchgesickert, schon im Vorfeld, dass sich da Nordrhein-Westfalen und Bayern nicht richtig einigen können. Das wird sicherlich auch hier zu den Verspätungen geführt haben. Was da jetzt bei rausgekommen ist, wissen wir nicht. Das Datum 4. Mai kursiert. Aber wir waren ja nicht mit dabei. Und von daher hoffen wir jetzt einfach mal, dass sich diese Plätze hier hinter mir demnächst füllen werden. Und wir dann in der 19:30 Hauptsendung von Buten und Binnen etwas schlauer sind. Also kann man sagen, Bildung, das war der Knackpunkt und deswegen die Verspätung? Oder gab es auch ein anderes Thema, was schwierig zu verhandeln war? Kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, die Schutzmasken haben offenbar auch Probleme bereitet da in dem Aushandeln. Aber das ist von hier aus einfach nicht zu beurteilen. Ich sitze ja nicht in der Telefonkonferenz des Senats dabei. Okay, wir sind gespannt auf den Besuch nachher von Bürgermeister Andreas Bovenschulte bei uns. Vielen Dank, Hauke Hirsinger, für die